Ja, also es gibt, Sie können eine Abbildung, die, also und das hier ist die Identität, ja, das ist die Abbildung, ein klein w geht auf klein w, denn die Elemente in d in w, die sind ja auch in z. Ja? Also diese Identitätsabbildung, die können Sie fortsetzen zu einer stetigen Abbildung. Also mit dem Symbol meine ich immer sozusagen automatisch die Stetigkeit, könnte ich jetzt hier vielleicht noch sagen. Stetige Einbettung ist ja auch eine stetige Einbettung. Das ist zu einer stetigen Abbildung fortsetzbar. Okay? Und da müssen Sie sich jetzt vorstellen, Sie nehmen praktisch im linken Raum die glatten Funktionen nach V. Die sind dann da drin und da drin, also Repräsentanten von irgendwas, aber die sind da drin und da drin, die sind aber auch da drin. Da haben Sie also die Identitätsabbildung und diese Identitätsabbildung können Sie jetzt fortsetzen. Ja, wenn Sie es ganz genau nehmen, was das heißen soll. Aber eigentlich kommt man damit zurecht, dass man sagt, das linke ist eine Teilmenge des rechten und diese Einbettung ist, also die Identitätsabbildung ist stetig. Gut. Okay. Und jetzt müssen wir noch den Beweisschluss vom letzten Mal machen. Also, genau, wir haben ja dann noch andere Sachen gezeigt. Das wollte ich jetzt eigentlich noch erinnern. Das mache ich dann vielleicht auch noch. Also zum Beispiel gilt vielleicht das Wichtigste, die Formel stand, glaube ich, 4 oder 5 Mal da. Ich kann das Normquadrat, also das x-Normquadrat von U ableiten, im schwachen Sinne natürlich, also im Distributionssinne, und dann kommt U dt U raus. Das ist vielleicht die wichtigste Formel, ne? Und entsprechend dann die Norm in T2 ist Norm von in T1 plus das Integral darüber von T1 bis T2, solche Geschichten. Und was ich da, worauf ich da Wert gelegt habe, ist, Sie müssen immer schauen, kann ich alle Ausdrücke hinschreiben? Ja, also nochmal Mini-Wiederholung von Distribution. Warum sind Distributionen so genial? Also erstmal, die x-Norm können Sie hinschreiben, weil das U ja L2 nach V geht, also L2 nach x, also haben Sie für fast jeden Punkt ein Element in x. Können Sie x-Norm hinschreiben. Warum können Sie dt hinschreiben? Ja, weil Sie immer dt hinschreiben können. Das muss nämlich nur eine Distribution jetzt in der Zeit sein und schon können Sie dt davor schreiben. Also kein Problem, es hinzuschreiben. Auf der rechten Seite, ja, das U ist ja fast überall in V und das dtu ist ja fast überall in V'. Da können Sie also die duale Paarung hin schreiben, hier ist partielle 2. Aber bleiben Sie gerne. Können Sie also die duale Paarung hinschreiben und dann ja, können Sie also alles hinschreiben und das ist dann immer ein gutes Zeichen, dass es stimmt. Gut. Also, dann versuche ich jetzt mal noch die Stetigkeit der Einbettung zu zeigen. Die Stetigkeit der Einbettung. Also wir hatten den Beweis fast fertig, aber die Stetigkeit der Einbettung war dann noch nicht da. Ich schreibe erstmal mir auf, was ist bei Stetigkeit der Einbettung zu zeigen. Machen Sie das bitte immer. Machen Sie sich klar. Also es ist gut, in abstrakten Begriffen zu reden, wie Einbettung ist stetig. Aber machen Sie sich auch klar, was heißt es konkret? Konkret heißt es einfach, Sie müssen für jedes U die Norm, die da auf der rechten Seite steht, abschätzen zu können, also die C0 nach x-Norm mit irgendeiner Konstante, ich nenne sie mal, na, ich nenne sie wie immer C, die müssen Sie abschätzen können durch die Norm auf der linken Seite. Ja, Norm auf der linken Seite heißt, Sie haben beide Normen zur Verfügung. Es reicht also gegen die Summe abzuschätzen. Also von U die L2V-Norm und von U die W1,2, aber ich kann auch gleich dt, das haben wir gestern diskutiert, dass ich das U in L2V' nicht hinschreiben muss, weil das ja hier enthalten ist. Aber das dtu in L2V', so eine Abschätzung wollen wir haben. Das brauchen wir noch. Okay. Und das ist jetzt ganz einfach, wenn ich es richtig mache. Und ich bin leider ja darauf jetzt nicht vorbereitet, aber schauen wir mal, das wird schon hingehen. Wir müssen ausgehen davon, dass ich ja für einen festen Punkt T0
Also nochmal, das ist zu zeigen. Erinnerung. Ein U von T0, also ist jetzt vielleicht nicht ganz streamlined der Beweis, aber dafür wiederholen wir den anderen Beweis, das ist vielleicht auch okay. Ein U von T0 fasse ich ja auf als, also ich nehme mir den, ich muss ja den stetigen Repräsentanten, also stetig nach V', den muss ich mir ja sowieso aussuchen und mit dem arbeiten. Ja, und das meine ich dann auch mit dem U von T0. Das ist vom stetigen Repräsentanten, also ich meine die Spur von U zur Zeit T0. Und die Spur ist ja definiert durch ein Integral. Und das mache ich jetzt vielleicht gleich so, wie ich es dann im nächsten Beweis auch gleich gebrauchen kann. Insofern bereiten wir das schon mal vor. Ich kann diese Funktion nehmen, deute die mal an, hier ist T0 und dann nehme ich die Funktion Phi, die hier 1 ist, dann runtergeht und dann als 0 weitergeht. Also bei T ist es schon bei 0 und das ist jetzt meine Funktion Phi. Ich könnte die vielleicht noch Delta nennen, wenn ich diese Breite hier Delta nehme. Damit möchte ich andeuten, ich habe die Freiheit, das auf einem ganz kurzen Intervall zu machen. Ja, da schreibe ich jetzt nicht die Definition von Phi Delta an. Ich glaube, es ist klar. Also Phi Delta ist eben, das lebt jetzt nur hier, aber ich kann es natürlich auch stetig fortsetzen. Vielleicht mache ich das mal. Ja, also das ist auch Delta. Von T0 nach links und rechts geht das von der 1 runter auf die 0 und dann ist es 0. Das ist meine Funktion Phi Delta. Und da kann ich jetzt die Definition der Spur nehmen und sagen, ja, das ist dann das Integral. Also hier ist immer dieselbe Sache. Sie sagen natürlich, okay, Moment, wie rechne ich das? Ich sage, ich schreibe hier schnell was hin und wische es gleich wieder weg. Ja, also U von T0 ist einfach das Integral von T0 bis T, Zeitableitung von U mal Phi Delta. Ja, denn das aufintegriert ist ja U Phi Delta in groß T, das ist 0, minus, aha, Vorzeichenproblem, minus U mal Phi Delta in T0. Phi Delta in T0 ist aber 1, also es ist U von T0. Ja? Das ist unsere Intuition. U von T0 muss das hier sein für so ein Phi Delta. Und diese Intuition haben wir verwendet, um dann die Definition der Spur so zu machen, dass ich hier praktisch eine Produktregel anwende und dann den Term hinschreibe. Das heißt, ich schreibe hier hin von T0 bis T und dann schreibe ich eben, machen wir mal erst die Ableitung, ist ja egal, manchmal erst vorne, dtu phi Delta plus u dt phi Delta. Ja. Das ist die Definition der Spur. Jetzt könnte jemand protestieren und ich hoffe, jemand protestiert. Inwiefern ist das nicht die Spur von U? Die Definition war anders in einem Punkt. War das andersrum, dass es unten oder oben ist? Ja, man könnte es von links bis T0 machen oder von T0 nach rechts. Da hatten wir die Bemerkung, dass man das auch machen kann. Und dass die äquivalent sind für innere Punkte, was letztlich daran liegt, wie die Zeitableitung von U ja definiert ist. Nee, es ist eine technische Kleinigkeit, also Sie wären jetzt auch der Richtige, der das sagen könnte. So, Moment, Herr Schweizer, wir haben... Genau. In der Definition war das Phi Delta CC unendlich und das ist ja noch nicht mal stetig differenzierbar. Aber, wie es jetzt immer ist, dadurch, dass das hier eine L2-Funktion ist, also sprich, das ist eine H1-Funktion. Die H1-Funktion können wir durch CC-Unendlich-Funktion approximieren und hier können wir jeweils den Limes der CC-Unendlich-Funktion nehmen, dann stimmt es dafür also auch. Ja, also dieser Text ist ein bisschen gemogelt. Ja, Kommentar dazu stimmt eben auch für Lipschitz-Funktionen. Also, ich schreibe jetzt mal Phi Delta, weil ich nicht so viel Platz habe. Ne? Gut, also. Und damit haben wir dann, also wir haben ja im Beweis was viel Stärkeres gemacht, aber jetzt mal nur, um das schnell nochmal abzulesen. Das U von T0, die X-Norm,
können wir jetzt nämlich abschätzen. Ja? Denn, also jetzt mache ich nichts weiter, als bei dieser sozusagen Definition von U von T0 die Norm hier außen hinzuschreiben. Gut, Norm kann ich unter das Integral ziehen, schön, dann ist die Norm hier. Dann mache ich eine Dreiecksungleichung, dann ist die Norm hier und hier. Okay? Und dann mache ich noch, dass Phi Delta immer kleiner gleich 1 ist. Also da habe ich überhaupt kein Problem. Aber dt Phi Delta, ich habe nicht vor, jetzt an Delta zu spielen, sondern Delta ist was Festes. Das ist nur, muss ich abhängig von T0 wählen, ja, der Abstand zum Rand ist wichtig, aber jetzt ist Delta fest, dann ist sogar dt Phi Delta beschränkt. Und dann kann ich also hier schreiben, das ist kleiner gleich Norm von dtu und u. Und jetzt muss ich natürlich aufpassen, in was habe ich das gemacht? In x. Und ja, nachdem ich das so geschrieben habe, eigentlich ist t 0 bis t, aber ich kann es ja auch noch vergrößern, ich gehe von 0 bis groß t. Und was weiß ich darüber? Also das sehen Sie, das ist so passiert es, wenn man schlecht vorbereitet ist. Darüber weiß ich gar nichts. Das ist jetzt natürlich ein Problem, weil ich dtu in x ja nicht schreiben kann. Also es war ein Fehlversuch jetzt. Über dtu in x weiß ich nichts. Leider hat das jetzt nicht funktioniert. Okay, vielleicht ist es doch eine Lehre. Wir müssen es anders machen. Ja? Also Sie wissen ja, was wir eigentlich tun müssen. Wir müssen eigentlich immer die Quadrate nehmen. Genau, aber jetzt mache ich keine Fehlversuche mehr. Jetzt schaue ich einfach, was ich machen wollte vorgestern. Da hatten wir nämlich, ja, naja, es ist schon, okay, ist schon so. Also, das muss ich schon wiederholen. Also, wir nehmen lieber Quadrate. Aber ich muss jetzt wirklich auf zwei Punkte gehen. Also, u von t2, x-Norm Quadrat, minus u von t1, x-Norm Quadrat. Was wissen wir darüber? Das ist jetzt auch wieder ein Integral, ja? Aber ich muss sozusagen das Integral vielleicht für die Quadrate nehmen und nicht für die Funktion selbst. Also schreibe ich das als Integral über die Ableitung, also von t1 bis t2. Und die Ableitung davon, habe ich wiederholt, hatten wir schon das letzte Mal, ist u von s dt u von s ds. Das ist diese duale Paarung. Und die können wir eben abschätzen durch, ja, und das jetzt dann doch fast dieselbe Rechnung, also Norm rein, ja, also der Betrag davon ist kleiner gleich Betrag von diesem Integral, Norm nach innen ziehen, Cauchy-Schwarz, V-Norm davon, V-Norm davon. Und dann die einzelnen quadratisch integrieren, dann haben wir da eine Abschätzung 0t u von s v-Norm Quadrat plus dt u von s v-Norm Quadrat ds. Okay, so das war jetzt sozusagen zur Erinnerung, was wir da haben. Diese Abschätzung bringt nichts über die Spur. Ist aber jetzt auch nicht schlimm, weil wir das gleich gebrauchen können im nächsten Satz. Aber das wissen wir über die Variation. Also können wir jetzt mal wirklich dieses Ding zeigen. Zeige jetzt Stern. Das, was eben zu zeigen ist. Also die rechte Seite sei beschränkt, u mit beschränkter rechter, also beschränktem, naja, ich kann auch einfach schreiben, u beschränkt in L2, rechte Seite, L2V und in
W12V'. Ja, also so, dass das hier eben beschränkt ist. Dann aus der letzten Zeile, die sagt, dass alle für alle T1 und T2 gilt, dass U von T1 in der x-Norm Quadrat minus U von T2 in der x-Norm Quadrat ist beschränkt. Also die Konstante hängt eben von dem U ab. Außerdem haben wir aber noch was. Das Integral über diese Norm von 0 bis t, also U von S x Norm Quadrat ds, was wissen wir denn darüber? Haben wir darüber eine Information? Ja, haben wir auch. Weil x bettet ja ein, wir brauchen das andere, v bettet ja ein in x. V sind ja bessere Funktionen als x. Und wir wissen ja sogar, dass es L2 nach v ist. Also ist das ja kleiner gleich als es dasselbe Integral, wenn wir die V-Norm nehmen, also bis auf eine Konstante. U von S in der V-Norm Quadrat ds. Ja, Stetigkeit der Einbettung. Das heißt, dass wir eine Abschätzung haben, X-Norm kleiner gleich Konstante mal V-Norm. Wofür steht denn die erste Zeile U beschreibt? Denn beschränkt. Da habe ich übrigens auch so eine Privatnotation. Ich schreibe dann, aber mache ich später. Ist schon zerfahren genug hier, diese Stelle. Gut, also das können wir abschätzen. Und was steht denn jetzt hier? Naja, da steht jetzt die ganz normale L2 nach V-Norm. Also ich hätte hier eigentlich nichts schreiben müssen. Ja? Diese Norm integriert, quadratisch integriert, das ist auf jeden Fall abgeschätzt. Weil es ja was Schwächeres ist als die L2 nach V-Norm. Und jetzt haben wir hier eine Funktion, ja, die Funktion, ich schreibe jetzt einfach mal, g von t ist jetzt diese Norm, u von t x Norm Quadrat. Die hat also den Mittelwert, hat das Integral beschränkt, ich schreibe es halt nochmal hin, Integral g, also ist nicht negativ, Integral g ist kleiner gleich c und g von t2 minus g von t1 ist kleiner gleich, betragsmäßig kleiner gleich c für alle t1, t2. Der professionelle Name für das zweite ist, die hat beschränkte Variation. Naja, nee, das ist eigentlich noch was Stärkeres. Ja, aber stellen Sie sich das so vor. An keinem Punkt ist die mehr als c weg von dem Wert im anderen Punkt. Das passiert nirgends. Ja? Und dann können Sie sich vorstellen, der Mittelwert ist c. An keinem Punkt ist sie weiter weg als c von einem anderen Punkt. Dann ist sie auch höchstens c vom Mittelwert entfernt. Ja, die muss ja irgendwo mal oberhalb und unterhalb vom Mittelwert sein, aber größter und kleinster Wert sind nicht weiter als c entfernt, dann ist auch g beschränkt. Also g kleiner gleich 2c kann ich sogar direkt angeben, die Konstante auf dem ganzen Intervall 0t. Aber das ist schon die Aussage, ne? Was brauchen wir? Wir brauchen, dass völlig unabhängig von dem kleinen t, das u von t in der x-Norm beschränkt ist. Und das steht jetzt da. Ich sehe so ein bisschen fragende Gesichter. Liegt es an dem g, liegt es an dem letzten Beweisschluss? Oder woran liegt es? Ja, das g ist irgendeine nicht negative Funktion. Ich weiß aber, zwischen kleinstem und größtem Wert ist der Abstand höchstens c. Und ich weiß, der Mittelwert ist auch beschränkt durch c. Dann kann die Funktion nirgends größer als 2c sein. Mache ich jetzt mal so ganz geometrisch und nicht als Beweis vorgerechnet. Könnte ich auch als Beweis aufschreiben. Danke, guter Punkt.
habe ich einfach falsch gesagt. Ich denke immer an Mittelwert, weil sozusagen für solche Überlegungen ist es egal, ob ich durch T teile oder nicht. Das T ist sowieso eine feste Zahl. Es kommt immer auf die Endlichkeit an oder ob ich es abschätzen kann. Wenn ich es mit dem Faktor T noch abschätzen kann, ist mir egal. Aber ich sollte natürlich nicht Mittelwert sagen, wenn es eigentlich das Integral ist. Der Mittelwert wird es durch T. Okay, und damit wäre jetzt aber die Stetigkeit der Einbettung gezeigt. Und wir mussten dieses Zuzeigen mussten wir machen, also das Stern. Und das haben wir jetzt gemacht. Wenn diese zwei Dinge beschränkt sind, dann ist auch gleichmäßig in T die x-Norm beschränkt. Gut. So, jetzt soll es ins Video oder nicht? Kann ein Video sein. Ja? Und zwar, was mich jetzt noch wundert, ist, da steht jetzt kleiner gleich C und ich nehme kleiner gleich C mal UL2 plus DT UL2. Das war wirklich. Ja. Das liegt an der inflationären Verwendung von Cs eigentlich durch alle Analytiker. Ich glaube nicht, dass es meine persönliche Krankheit ist. Und zwar hat Cs halt hier verschiedene Rollen eigentlich. Ich hätte hier vielleicht sagen können, U beschränkt in beiden Räumen durch, nenne ich das vielleicht mal C0. Das wollte ich vorhin sogar machen, aber dann habe ich gedacht, da habe ich ein C mit 0 oben, C mit 0 unten. Aber kannst du auch C1 nennen, ne? Also wenn das U beschränkt ist durch C1, dann kann ich vielleicht noch ein bisschen sagen, wo das C1 und das C2 ist. Die letzte Zeile war die hier. Dann sind also die Differenzen beschränkt durch C1, ja, weil das U eben beschränkt ist in diesen Räumen. Und das hier ist auch beschränkt durch C1, aber da müssen wir jetzt aufpassen. Ja, da ist ja eine Konstante drin bei der Einbettung V nach X. Das heißt, da steht eine Konstante davor. Da steht also jetzt eigentlich C mal C1. Also ja, die Konstante schreibe ich ab und das C1 ist die Norm von U hier drin. Aber dadurch ist es jetzt abgeschätzt, Konstante mal dem. Und jetzt haben wir eben, ja, und ich habe das dann immer nur wieder C genannt. Wir haben jetzt G hat das Integral kleiner gleich, okay, da müsste ich jetzt C, C1 schreiben. Und diese Variationen sind kleiner gleich C1. Und dann sehen Sie, dann ist das G auch insgesamt kleiner gleich irgendeine Konstante. Die 2 kann ich jetzt mal wegmachen, kommt ins C. Irgendeine Konstante mal C1. Und jetzt sehen Sie eigentlich besser, was passiert ist. Also das G, das, was wir abschätzen wollen, das ist ja letztlich die C0 nach X-Norm. Die ist abgeschätzt durch irgendeine Konstante mal der Norm von U in den beiden Räumen. Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Ja, es ist immer ein bisschen schlampig. Man sagt, okay, ist ja beschränkt, das C. Aber man sollte eigentlich sagen, von wo das C kommt. Das habe ich jetzt mit dem C1, glaube ich, gemacht. So, jetzt unterbreche ich da kurz, weil wir bei einer Einheit am Ende sind. Und dass die nicht wieder ausfällt, die Kamera.